Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Train Fever. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv. Ich begrüße euch, während der Zug hier in den Bahnhof einläuft. Und ja, diese Route hier, wo der Zug fährt, wartet, das ist die Route Bad Reichenhall-Benzin. Die haben wir beim letzten Mal ja etabliert, mit dem Zug bestückt, und die läuft eigentlich ja so mittelprächtig gerade, weil der Zug hier irgendwie mit der Lieferung nicht hinterherkommt, oder? Warte, wie sieht's aus? Oh ja, hier müssen wir mehr abtransportieren. Definitiv. Lass mal gucken. Ja. Also wir müssen da definitiv noch nachlegen, zugtechnisch, und ja, dafür brauchen wir mal wieder Kohle. Und die haben wir gerade nicht. Es läuft noch etwas schleppend, aber das kriegen wir hin. Das ist langfristig der Plan, genauso wie hier dann auch zwei Züge laufen sollen. Und das Ganze natürlich dann auch noch... was ich mir jetzt hier gedacht habe, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hatte da irgendwie, glaube ich, einen Plan. Da soll dann irgendwann auch nochmal was ran, aber ganz genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Das kriegen wir schon noch hin. So, was ist das hier? Was ist hier los? Ah ja, hier hatten wir ja auch eine Anlieferung. Genau, jetzt weiß ich wieder, was es sein soll. Und zwar... Oder? Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich glaube, wir wollten noch eine Linie dorthin bauen. Wenn ich mich nicht irre. Hol mal raus, aber warum ich da jetzt so um die Kurve gegangen bin. Das ist das Problem, liebe Leute. Wenn man ein, zwei Tage nicht spielt, kommt man echt raus. Und das ist natürlich dann extrem doof, sage ich mal. Und hier führt ein Zug lang, aber hier endet das Gleis. Okay. Wartet mal. Die haben... Was haben die denn hier? Was ist denn das hier? Okay, Person läuft. Aber die haben noch keinen Anschluss, was Benzin angeht, ne? Hier kommt, glaube ich, noch nichts zustande. Und das muss dann nach Bad Reichenhall. Wenn ich mich nicht irre. Ich gucke nochmal, wartet mal. Ja, direkt dahin, das könnte schon sein. Genau, das war, glaube ich, der Plan. Gucken wir, dass wir es weiterlegen. Ich beschleunige das Ganze mal. War ja klar, dass es hier nicht funktioniert. Wartet mal, ich muss mal kurz was ausschalten. Für die Performance ist das besser, wenn man so ein bisschen Infos ausschaltet. So, wir brauchen 776.000, um das Ganze hier zu verlegen. Finde ich jetzt nicht so toll. Ja, ich guck mal. Oh, jetzt müssen wir irgendwie mal runtersetzen. Scheiß Scheibenkleister, das funktioniert nicht. Ich wollte das Ganze runtersetzen. Nochmal 60. 120. Mit einer Brücke. Warum nicht? Okay. So, dann werden wir das Ganze mal anklemmen. Aber ich muss unbedingt runter. Steigung zu groß, ja. Genau, das lassen wir so, das ist in Ordnung. Gucken wir nochmal kurz. Da ist das Teil. Wir brauchen 400.000. So, da soll's hin. Wir nehmen gleich die etwas schnellere Brücke. Investieren in die Zukunft sozusagen, aus dem Grunde, damit es später nicht upgraden brauchen, wenn die Züge schon mal 120 fahren. Wir mal unsere Linien an. Machen eigentlich alle Gewinn, außer der Zug hier, ne? Der haut noch nicht ganz hin. Jetzt ist er in der Gewinnzone. Yippie! Sehr geil. Alle Linien machen zurzeit Gewinn. Das ist super. Aber wir müssen dann noch mehr rausholen. Definitiv. So. Und wenn wir dann dort auch Benzin hinballern, also von hier, regen wir natürlich die Industrie wieder an, mehr zu produzieren. Und dann können wir hier auch abliefern. Das heißt, wir pushen dann diese Stadt auch. Und dann können wir später dann eventuell dort auch noch ran. Mal gucken.
wie wir das dann gebacken kriegen. Aber dazu fehlt's die Kohle. Auto speichern. Und eventuell müssen wir nochmal in die Züge nachinvestieren, dass wir hier hinterherkommen. Wie sieht's denn aus? Oh ja. Oh ja. Hier müssen wir nachlegen. Die Züge müssen schneller oder länger werden. Am besten beides. Ne, am besten beides. Aber das kriegen wir schon hin. Ich warte jetzt nur noch auf, dass wir hier die Kohle rankriegen, damit ich diese Brücke hier bauen kann. Die wir jetzt schon bauen können, das ist gut. Ja, wieder mit einer Brücke. Will ich eigentlich ungern. Das ist... Ich will doch gar nicht. Können wir runter? Nein, können wir nicht. Das ist halt doof. Ich muss hier wirklich mit einer Brücke arbeiten. Lauter Brücken. Stimmt, hätte ich wahrscheinlich auch mit einem Tunnel arbeiten können. Haben wir da ja auch. Oh mein Gott, dann geht's halt nicht anders. Müssen wir so arbeiten. So. Boah, es ist das teuer, ey. Das wird eine übelste Strecke. Ziemlich teuer. So. Jetzt müssen wir mal wieder auf Kohle warten. Ziemlich hoch und runter. Talfahrt. So, dann werden wir dann auch gleich investieren. Aber eigentlich müssten wir ja eine komplette Brücke durchziehen, ne? Wäre ja eigentlich schlauer. Wobei. Machen wir später. Reißen wir die Strecke nochmal ab hier und machen das als eine Brücke. Ist, glaube ich, im Endeffekt leichter. Oder? Wir verbinden es erstmal. Geht gerade nicht anders. Und dann warten wir jetzt mal auf einen neuen Zug. Dass wir die Kohle haben und dann transportieren wir hier ab. So. Kurz mal wegmachen. Wie sieht's aus hier produktionstechnisch? Schafft 400. 1. 9. Ja, wir brauchen mehr Benzin. Ja, hier ist voll. Wir müssen definitiv die, unsere Züge aufrüsten. Wie ist der Takt? Rohöl. 145 Sekunden. Der Takt ist okay. Aber wir kriegen es nicht weg. Wie sieht es denn? Details. 20 Jahre. Oh ja, da können wir schon mal nachbessern. ÖPNV Fahrzeugersatz. Machen wir mal weg. Fahrzeug wählen. Was haben wir denn da? Das ist ja die Standardlok. Oh. Wir haben jetzt ein neues Schiffchen. Sehr schön. Sehr geil. Dann haben wir hier die Borsig. Die schafft 45 km/h, hat eine Zugkraft von 20 kN. Dann haben wir die Preuß, die hat 60 kN, schafft immerhin schon 50. Und dann die Preuß T3, 65 kN, schafft 40. Die ist schwächer. Schafft nur 40, die schafft 50. Dann ist mir die fast lieber. Betriebskosten 64.000. Ja, die ist besser. Die nehmen wir. Ja. Zugfarbe. Freundlichen Türkis. Und jetzt brauchen wir Kesselwagen. 1, 2, 3, 4. Oh, ist das teuer, Leute. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal 5. 50. Bisschen wenig, ne? Ja. Wenn wir hier ein bisschen länger, machen wir die auf 102 Meter. Machen wir den Fahrzeugersatz an. Und ja, mal gucken. Wir brauchen 2,41 Mille. Sollte dann reichen. Läuft ja soweit, das ist okay.
Und in der Zeit, wo wir noch ein bisschen auf die Kohle warten, fahren wir noch mal mit bei unserem Züglein. Bisschen rausholen. Ah, wunderschöne, schöne Strecke durch den Wald hier. Das sieht wunderschön aus. 866.000. Nächste Lieferung. Mal gucken, wie viel der hat. 44 immerhin, das ist ja schon mal was. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Oh. Was haben wir hier jetzt? Ziegel. Beziehungsweise Baustoffe. Produktion. Läuft. Glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Oh, 2 von 5, da könnte mehr. Das heißt, wir brauchen mehr Steine. Boah, wo ist denn die Kohle auf einmal geblieben? Darlehen haben wir nicht mehr. Haben auf einmal richtig Kohle gelassen. Böse. Ja, richtig böse. Oder haben wir das schon ersetzt? Ich glaube eher nicht, ne? Ne, nur noch 7. Und hier sind noch, hier ist noch ein alter Zug drauf, der auch dringend mal ersetzt werden muss. Der Takt ist zu wenig. Der Takt ist zu wenig. Ja, hier geht's richtig ab. 76. Wahnsinn. Hier haben wir hier schon mit 26 stehen. Ja, wie voll bist du? Der ist voll. Okay, das läuft. Bedarf. Wir brauchen alle Öl. Rohöl. Rohöl. Und hier stapelt sich alles, weil wir nicht hinterherkommen in den Zügen. Ja, ich muss warten, bis ich die Kohle zusammen habe, oder? Aber wir machen es hardcore. Dass wir wieder einen Kredit aufnehmen. Im Endeffekt wird es sich lohnen. Ah, okay, schon besser. Das war der erste. Und wenn der jetzt voll ist, bringt er natürlich auch wieder mehr Kohle. Wartet. 500.000 zurückzahlen. Wir zahlen es gleich mal zurück. Jetzt liefert er natürlich mehr an und dann müsste die Produktion hier auch hochgehen. Theoretisch. So, zahlen wir zurück. Ja. Da müssen wir natürlich noch nachsetzen. Aber das kommt jetzt, wenn die Produktion ansteigt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. 400. Gut. Ein Züglein haben wir noch, wenn der dann auch ersetzt ist. Dann müsste es laufen. Weil die Dings hier schafft 800. Und wir kriegen es nicht weg. Fahren wir doch mal mit unserem neuen Züglein. Halt, machen wir mal auf normale Geschwindigkeit und gucken uns das Ganze mal an. Fahren wir mit. Wunderschön. Schöne Strecke. Und die generiert jetzt auch gut Kohle. Wir sind schon wieder gut dabei. Noch eine Mille, dann ist der Kredit wieder zurückgezahlt. Und dann läuft das. So wie es sein soll. Ja, 40 km/h. Viel packt sie nicht. 42 zieht noch an, aber natürlich nicht das Weisheitsletzter Schuss, das ist klar. Ist einfach noch zu schwach auf der Brust. Aber
45. 1. 2. Da müsste auch ein bisschen mehr passieren. Aber kommt nicht so richtig. Eventuell legen wir das nochmal um, dass wir hier noch eine Kurzstrecke dann hinbauen. Später mal, wenn genug Durchfluss da ist. So, ich beschleunige nochmal, damit wir schneller an Kohle rankommen. So. Den müssen wir nochmal umbauen später, den Bahnhof. Der ist... Ja, der ist nur 160 Meter lang. Später auf 400, da müssen wir ein bisschen umbauen. Wieder was Neues. Stadtbahn, ey, eine Tram. Kümmern wir uns auch drum. Lass mal schauen. Könnte man ja hier glatt machen, ne? In Schweich. Lass mal gucken, was der Spaß kostet. So, hier haben wir das. Aufrüsten. Stopp. Aufrüsten. Elektrifiziert. Tramgleis. So. Für später. Schadet das nicht. Elektrisch. So, wir gucken mal, wo wir das Ganze dann legen. Eventuell hier durch, hier lang, hier rum. Ich will hier meine Tram lang führen. Kommt bestimmt nicht schlecht. So, kurze Strecke. Ups. Und dann sollte das funktionieren mit der Tram. Tram. Tramdepot. Ein Gebäude wird entfernt. Ob wir die alle da starten lassen sollen, ich weiß es nicht. Lassen wir doch hier starten. Straßenfahrzeuge, wir gucken mal. Das ist ja verkehrt, was ich gemacht habe, ne? Ich habe ja jetzt ein Straßendepot gebaut. Ah! Blöd, wie ich manchmal bin. Ich wollte ein Tramdepot. Hoppa. Na, warum gehst du denn nicht? Hallo. Wollte es eigentlich... Ah, ich habe keine Kohle. Auch nicht schlecht. Ich habe gerade keine Kohle. Was ist denn los hier? Oh, ÖPNV. Wir machen Minus. Da müssen wir vielleicht mal aufrüsten. Was ist denn los hier? Warum kommt keine Kohle ran? Beschleunige wieder. Wie sieht's hier aus? Speichern. Meinen Abreißmodus wegmachen. 400. Und hier. 800. Ja, wir kommen noch nicht hinterher. Wir brauchen wirklich mehr Transport. Wisst ihr was, Leute? Ganz ehrlich.
Leihen wir uns das, die Kohle, damit der hier umgerüstet wird. Hoffe ich jetzt mal. Ja, perfekt. Dann können wir die Auto-Aktualisierung wieder ausschalten. Fahrzeugersatz. Nein. Und tschüss. Und die Kohle zahlen wir mal zurück. Schwupp. Jetzt sieht die Sache anders aus. Jetzt kommt hier nochmal mehr Öl. Das heißt, wir steigern die Produktion. Und dadurch kriegt der auch mehr Futter. Ja, so. So, wo ist mein zweiter? Wo ist der zweite Öler? Da. Gut, läuft. So. Wir wollten ja unsere Tram bauen. Das machen wir jetzt auch noch. Aber erstmal das Depot hier wegreißen. So. Und jetzt das Tram-Depot, bitte. Perfekt. Trams kaufen. Was haben wir denn da? Pferdebahn. Oh. Dann haben wir die Dampftram. Schafft 20 km/h. 7 Passagiere. Oder Stadtbahn Halle. 9 Passagiere. 27 km/h. Ja, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaufen wir mal. Farben lassen wir so. Neue Linie. Die wir hier noch setzen müssen. Also heute bin ich wieder ein bisschen zerstreut, liebe Leute. Nehmt's mir bitte nicht übel. So. Brauchen. Brauchen. Machen wir hier. Machen wir hier. Machen wir hier. Machen wir hier. Dann fährt er dort. Dann kann er dort fahren. Dort fahren. Und hier hinten kommt auch noch. Sollte passen. Gut. Wichtig, immer schnell den Kredit zurückzahlen. Und jetzt aber. So, Linie zuweisen. Neue Linie. Eins. Na. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und 8. Heute reichen 8 Stationen. Das Ganze nennen wir Tram. Oberschweich. Aber auch möglichst in groß. Tram Oberschweich. Gut. Und ich würde sagen, wir fahren mal mit bei unserer Tram Stadtbahn Halle. Wunderbar. Und mit diesem wunderbaren Bild sag ich mal für heute ciao, ciao. Macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Transport Fever. Macht's gut, euer Ed. Ciao, ciao.